Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute haben wir mal wieder ein bisschen neue News. Ja, es gab jetzt länger kein News-Video mehr, was natürlich auch wegen meinem Husten war und so, weil das hat immer viel zum Reden. Das war mittlerweile ist alles ein bisschen besser, deswegen gehen wir die News jetzt nochmal durch, auch noch ein paar ältere News. Logischerweise gehe ich jetzt die News zur TM nicht mehr nachträglich durch, die TM ist jetzt fast vorbei. Ich denke, da seid ihr auch so klar gekommen. Aber die anderen Sachen, die vor allem auch immer noch so ein bisschen ongoing sind, da gucken wir natürlich nochmal rein. Und dazu gehört zum Beispiel hier Garb Challenge. Garb Challenge war jetzt noch einmal resettet für diesen Monat und alle Missionen sind zurück. Also wir können davon ausgehen, dass in Zukunft die Garb Challenges nicht mehr resetten. Das ist eure letzte Chance, die ganzen Rewards einmal einzusammeln. Ihr kriegt im Endeffekt ohne Ende Limit Break Mats. Ihr kriegt 10 Millionen Bounty insgesamt, wenn ihr alles geklärt habt. Und ich glaube, es sind insgesamt 131 Gems plus natürlich die Gems, die ihr vom Bounty selber auch noch bekommt. Also lohnt sich auf jeden Fall, das alles zu machen. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht mehr resetten. Deswegen habt ihr da alle Zeit der Welt. Wenn ihr dann noch Probleme habt, ich glaube, ich habe für fast jede Garb Challenge Videos auf dem Kanal. Müsst ihr einfach mal gucken in den Playlist bei Garb Challenges. Ist alles drin. Vor allem für die älteren Sachen immer habe ich, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Teams pro Garb Challenge, pro Farbe sogar. Easy peasy. Und ihr findet auch sonst im Internet mehr als genug Teams dazu. Also, ja, und wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt es einfach dazu, wenn ich irgendwie was noch dazu weiß, werde ich natürlich antworten. Ich sehe die Fragen ja doch alle. Ja, das ist erstmal der Garb-Challenge-Punkt. Zweiter Punkt, Pirate Rumble. Aktuelle Pirate Rumble-Season läuft ja schon in Block A. Ihr seht hier die Buffs wieder, es ist aber in den Blocks immer relativ egal. Das könnt ihr halt benutzen, wenn ihr vielleicht irgendwie ein cooles Dev-Team bauen wollt, um irgendwas zu abusen. Hier ist auch die News, wann halt die Championship anfängt. Championship fängt an am 2. Mai. Also noch locker vor dem Anniversary. Ja. Und ihr seht hier die Reduced Costs. Ihr farmt für Doflamingo, den ihr, wenn ihr ein bisschen Gems investiert habt, auch schon bei der TM als Booster benutzen könntet. Ansonsten ist er halt, glaube ich, trotzdem eine ganz gute Unit. Also stellt sicher, dass ihr mindestens genug Pirate Drum bespielt, um den Doflamingo mitzunehmen. Und jetzt kommen wir dann zu den interessanteren News aktuell noch, und das ist Kizuna, denn das Kizuna-Banner ist seit heute live oder für euch vielleicht seit morgen, kommt drauf an, wann das Video, seit vorgestern meine ich, kommt drauf an, wann das Video live geht. Wir gucken uns hier mal die Struktur an. Die neue Legende ist Drake und ich zeige euch natürlich auch gleich noch zu Drake und zu Zorro die Abilities, was sie so machen, gucken wir einmal kurz drüber. Wir haben die Ankündigung bekommen für das Kizuna, dass wir die 6 Plus von Kusan bekommen, was sehr, sehr nice ist. Das Artwork ist ultra cool, zeige ich euch auch noch. Und ja, wir gehen jetzt hier erstmal durch das Banner durch. Standard Kizuna-Banner, erster Multi ist discounted, allerdings nichts Spezielles auf dem letzten Multi. Dann gibt es hier irgendwann Recommended Character, es gibt eine Legend und so weiter bis zum 25. Multi. Ich musste heute schon bei jemandem zuschauen, der 25 Multis für X-Drake gemacht hat. Ja, das war schmerzhaft, macht es einfach nicht oder pullt am besten gar nicht. Vielleicht macht ihr nur den Discount. Ihr wisst, in einem Monat ist das Anniversary. Haltet eure Gems beisammen, es macht keinen Sinn. Ich gehe ganz stark davon aus, dass auch diese Kizuna-Unit, dieser Drake, im Any-Monat, nächsten Monat, auf dem Kizuna-Banner wieder pullbar sein wird. Das war nämlich bis jetzt jedes Mal so, das ist nur Bait, pullt hier nicht, ihr kriegt die Rewards auch so zusammen. Ja, dann kam mal zwischendurch eine Mail irgendwann noch, das ist ja auch noch drin. Da haben wir 5 Gems bekommen dafür, dass irgendwelche Sachen falsch waren. Und ja, ne? Habt ihr eh schon wahrscheinlich alle aus der Post geholt. Das ist jetzt der Aufbau nochmal in der Übersicht für das Sugo vom Kizuna. Da seht ihr, ihr habt eine 7,5% Legend Rate mit insgesamt 15 Legenden, also Stock Standard. Ihr seht hier nochmal die Steps. Rate Boosted Character, alle Limited Rare Recruits, alle Kizuna Limited Rare Recruits und die neuen Rare Recruits und ein paar von dem älteren Badge. Der Legend Pool, Drake, sehr gute Legende meiner Meinung nach. Darüber rede ich aber natürlich noch deutlich ausführlicher dann in der Tierlist am Ende des Monats, logischerweise. Kaido Crew ist eine ordentliche Legende. Toki ist extrem gut. Ace Sabo ist extrem gut. Fireteam Pirates super gut. Also wenn euch hier viele Legenden fehlen, ne, ist es natürlich auch nicht verwerflich, wenn ihr vielleicht bis zum ersten Legend Step geht. Wenn ihr sowieso jemand seid, der Geld ins Spiel investiert, dann werdet ihr zum Anniversary wahrscheinlich eh nochmal cashen. Aber ansonsten, wie gesagt, Finger davon. Aber ja, es ist ein guter Legendenpool.
Und wenn euch hier nur zwei Legends fehlen, lasst euch da nicht reinbaiten. Die Hälfte der Legends hier unten wird sowieso auf den Anniversary-Bannern auch mit drauf sein. Sowas wie Brook Owen, das könnt ihr safe alles beim Anniversary pullen. Dann habt ihr hier nochmal die Übersicht. Es gibt wie immer Sales, es gibt ein 1-Euro-Pack wieder mit 10 Gems. Das haben sie jetzt ja jedes Mal rausgehauen irgendwie. Und dann halt das 265 Gem-Packs. Auch für 99 Euro, also diese größeren Packs kosten ja immer 99 Euro. Wenn ihr jemand seid, der aber auch eher da seltener mal was kauft, wartet da auch bis zum Anniversary. Die Sales beim Anniversary werden hundertprozentig besser sein. Nicht dadurch, dass wir das Global Anniversary hatten, dass das JP Anniversary genauso enttäuschend wird, weil das wird nicht der Fall sein. JP Anniversary ist immer big, die müssen gucken, dass sie ihre Playerbase in Japan zufriedenstellen und ja, ne, da kommen definitiv bessere Sachen. Ja, hier haben wir nochmal die kleine Übersicht für Kusan. Das Artwork ist halt extrem cool, auch das Icon und alles. Ihr könnt für Kusan dann farmen in dem Kizuna. Es ist kein Superboss-Kizuna. Es gibt keine Free-to-Play-Kizuna-Unit, weil man eben gegen Kusan spielt. Das ist diesmal das Neue. Also dieses Kizuna erstmal einmal ohne Free-to-Play-Unit. Wir werden es überleben. Fache Pirate XP, was halt natürlich nice ist. Ihr spielt ja meistens diese Stages sowieso immer mit einem XP-Schiff oder so. Deswegen, ja, nehmt es einfach mit. Die Skulls gibt es von Box 2 bis 6. Das heißt, jeder wird auch wahrscheinlich die Möglichkeit haben, die ganzen Skulls zu besorgen. Ihr müsst nicht in die Box 7 rein. Das heißt, ihr könnt entspannt das Kizuna spielen. Blackbeard und seine Super Evolution Skulls wurden geaddet zum Kizuna Shop. Wie immer die normalen Informationen, dass man die Allianz währenddessen nicht verlassen kann. Bla und blub. Es gibt Allianz Mission Rewards, so wie immer. Es gibt Allianz Rank Rewards, so wie immer. Und so weiter. Ne? Boosted Characters, logischerweise. Die neueste Legende. Höchster Ticket Booster. Der neue Rare Recruit Zoro ist natürlich auch noch ein Ticket-Booster und da unten habt ihr dann die Stat-geboosteten Units. Eine Riesenauswahl und von mir wird natürlich auch wieder zu diesem Kizuna ein Team-Video kommen. Seid ihr nur ein bisschen geduldig, wir kriegen, ja, habe ich ja schon mal gesagt, vor einem Event sehr, sehr spärlich nur irgendwelche Informationen, was hier Stages und so angeht. Deswegen ist es nicht so leicht, das Video mit den Teams dann perfekt zum Eventstart rauszubringen. Das werdet ihr auch bei anderen Content-Creatern gesehen haben. Deswegen habt da einfach ein bisschen Geduld. Es kommt definitiv ein Video mit Teams. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt mal rüber zum New Unit Info Tab und dann zeige ich euch mal, was die neuen Legends, beziehungsweise die neue Legend und der neue Rare Recruit eigentlich können. So, da sind wir wieder. Hier oben habt ihr einmal die Icons, da könnt ihr das mal sehen. Also wie gesagt, ich finde, egal wie jetzt die Abilities sind, ich kenne die ja schon ein bisschen und ich finde die gar nicht so schlecht, aber viele finden diese Super Evolution halt nicht so cool. Dieses Icon ist schon mal extrem nice. Von allen Units hier finde ich die Icons extrem cool. Das Artwork ist eins meiner Lieblings-Artworks im Game. Ich könnte sogar sein, dass es mein Favorite-Artwork überhaupt in-game ist. Das ist einfach super gut designt, ja. Mit Eis kann man halt immer auch coole Artwork sowieso machen, aber dieses Artwork feiere ich einfach komplett. Und wir gucken uns jetzt mal Kusan an. Kusans Captain Ability boostet Quick-Charaktere, Quick und Psy 3,5, HP 1,35, macht ein paar Orbs-Beneficial. Und wenn Charakter ein Good oder besser in der Order Psy oder Quick macht, ohne die Chain kaputt zu machen, wird die ATK noch um 1,2 weiter geboostet. Das heißt, es boostet sich immer weiter hoch. Ich glaube, hoch bis zu einem, ich glaube, 4,3, 4,4er Boost. Irgendwie sowas. Müssen wir ausrechnen. 3,5 mal 1,2 halt. Es wird irgendwie, ich glaube, so ein 4,2er, 4,3er Boost ist das dann jedes Mal. Und ihr habt nicht mehr so eine komplizierte Chain, wie ihr sie vorher hattet. Also die Captain Ability ist auf jeden Fall besser. Und definitiv usable. Wenn ihr den Captain irgendwie nutzt als Friend Captain, so als Hybrid, kann man den immer noch benutzen. Ihr werdet immer noch genug Schaden haben. Also definitiv eine ordentliche Captain Ability. Und vergesst nicht, das ist die Non-LB. Ne? Ihr solltet hier auf die LB Plus Captain Ability gucken, weil wenn man einen Charakter wirklich benutzen will, so einen alten Charakter, dann muss man den LB Plus, und da sieht es nämlich schon ganz anders aus. Da hat er erstmal eine 4er ATK Boost und einen 1,35er HP Boost standardmäßig, was halt schon mal deutlich mehr ist und auch schon richtig gut, meiner Meinung nach, auch wieder alle anderen Effekte. Und ansonsten gibt es noch einen 1,25er ATK Boost obendrauf. Das heißt, als LB Plus Captain ist er einfach ein 5x Captain. Und ja, das ist ziemlich ordentlich, würde ich sagen, ne? Also über einen 5x-Captain kann man sich wohl weniger beschweren im Jahr 2022. Das Special.
macht erstmal 100-fachen Typeless Damage auf einen Gegner, ignoriert alle Defensive Effects und Base Death, was natürlich nice ist. Ist halt schade, dass es nur ein Gegner ist, aber so ist es nun mal. Reduziert aber gleichzeitig auch noch Enemy Damage Reduction und Threshold bei 2 Turns. Also es ist immer gut, wenn man einfach so ein bisschen Utility noch oben drauf hat. Und changed alle Slots, including Block Slots, into Matching. Dieses Kusan-Special war definitiv von diesen älteren Legends immer dauerhaft auch noch eins der Specials, was ich so häufig benutzt habe. Und was auch eins der nützlichsten Specials im Game war, meiner Meinung nach. Einfach, weil es so strong ist. Ne? Also viele underraten diese Unit total. Ist halt auch nicht in meiner Tierlist, weil es halt dann tatsächlich auch nur das Special ist. Aber ich glaube, die 6 Plus wird es dann schaffen. Wir gucken uns das dann mal am Ende des Monats in aller Ruhe an. Boosted Quick und Psychic das Attack 2.5 for one turn, 2.25 for one turn, also sehr starker Boost, so wie er vorher glaube ich auch schon war. Und wenn ihr 20 oder mehr Psy oder Quick Orbs benutzt habt, vor dem das Special gelauncht wurde, reduziert es den Special Cooler nochmal um 12 Turns. Das heißt, ihr habt dann hiermit Double Special Activation. Das wird halt nicht oft vorkommen, vor allem nicht bei kurzem Content, aber wenn ihr halt irgendwie so Garb Challenge Level Content habt, was wahrscheinlich dann bei Grand Voyage oder Grand Voyage, wie auch immer ihr das aussprechen wollt, der Fall sein wird, da kann man das dann schon nutzen und es ist halt ein extrem starkes Special. Also mir gefällt das Design der Unit extrem, für eine alte Super Evolution finde ich echt cool. Pirate Fest Abilities. Targets all enemies for 3500 damage. Das allein ist schon mal insane. Klar, 34er CT ist okay, aber man wird so lange trotzdem überlegen und alle Gegner ohne irgendeine Reichweite für 3500 Fixed Damage, das ist insane. Der wird auf jeden Fall gespielt werden. 100 Pro und ich werde den auch spielen. Target Strength von Int Enemies für Death Down Level 5 und Special CT Down Level 5. Ja, ne? Also, ihr werdet definitiv, das kann ich jetzt schon mal versprechen, von mir ein Psy-Team sehen, was damit Int besiegt, was ich auch showcasen werde, weil das ist einfach ein kompletter Int-Killer oder halt ein, oder halt auch ein Strength-Killer, aber das ist halt super stark, das Special. Das Passive, Quick und Psy-Allies kriegen 6 ATK ab, 6 Speed-Up und 3 Death-Up, auch ultra starkes Passive, also auch eine krass gute PvP-Unit, dieses 6+. Ja. Also, all in all, der Kusan, super coole Super Evolution. Sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Jetzt gehen wir mal zu Drake. Da haben wir auch die Artworks, die ich auch nice finde, muss ich sagen. Könnt ihr euch ja mal angucken, so ein bisschen in einer höheren Qualität. Auch sehr, sehr cool. Ich bin halt nicht der größte Fan von Drake, aber das ist ja jedem das Seine. Boosted Powers und Striker Characters ATK bei 5 times flat, also ohne irgendeine Bedingung. Das ist halt logisch, das ist ja auch eine neuere Legend, ne? Int und Psy Slots sind beneficial. Reduziert Crew Special Reverse bei 10 Turns. Das ist schon immer eine insane Captain Ability. Und macht Non-Type Damage at the end of turn based on the number of perfect hits during the turn. Das heißt, ihr habt einen Captain, der Special Reverse hat, Resistance und auch noch gleichzeitig um Resilience und so ein Shit drumherum spielt. Krasser Captain. Sehr, sehr gute Legende, definitiv. Special cuts all enemies HP by 10%, ignoring all defensive effects, also 10% HP cut. 2,5er ATK Boost für Powers und Striker Charaktere. Wenn der Captain Striker oder Powers ist, was er logischerweise selber ist, gibt's einen Chain Boundary Boost von 3 bis 40 für one turn. Und ja, ne, ziemlich insane. Das ist halt so dieser Chain Boundary Boost Crocodile Level. Die Legend erinnert auch sehr, sehr stark an Crocodile, muss ich sagen. Und ja, ist auch vielleicht von der Stärke ungefähr auf demselben Level. Also, gefällt mir sehr gut. Supertype, die Bedingung ist halt sehr easy. 100.000 Charaktere, alles Charaktere, die man häufig spielt. Page 1 spielt man immer mal wieder. Ulti, Luffy, Zoro, Law. Ne? Also sehr, sehr viele Units, sehr, sehr easy Supertype zu verfehlen. Und das Special selber macht halt 100 Mal Characters Attack and Typeless Damage to all Enemies. Was halt schon wieder auch super nice ist für Treasure Map und alles drum und dran, weil man damit Wave clearen kann. Sowas sieht die Playerbase immer unfassbar gern und ich natürlich auch. Reduziert Striker und Powers Characters CD bei One Turn, also ein Turn Special Charge, was auch insane ist, nochmal dazu. Und macht Quick und Dex Slots beneficial for One Turn. Changes Strength Characters into Super Strength. Ja, sehr starke Super Type, finde ich sehr, sehr gut. Die Unit. Ja. Support können wir uns auch noch angucken. Once requested, support the character uses the damage dealing special. Das kennt ihr ja schon. Das sind diese Support-Effekte, die halt viele Units haben. Gibt Striker-Charaktern einen 1,75er ATK-Boost für einen Turn. Sehr guter Support-Effekt auch. Ja, und zu den Pyro Rumble Abilities. Pyro Rumble müsste man ihn dann noch testen.
ich werde Drake wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile nicht pullen, deswegen werde ich ihn nicht testen können, aber ich finde, er ist eine sehr gute Unit. Er macht erstmal den zwei Gegnern mit der höchsten HP einen 30% HP-Cut und gibt allen befreundeten Units in einer großen Reichweite Crit ab Level 7, Blow-Away-Percent ab Level 7 und Target alle Dex-Gegner für eine 70% Chance für Action-Bind für 10 Sekunden. Also im Endeffekt auch wieder eine Unit, die Dex countert. Ist halt cool. Man kann halt sagen, jo, wozu? Wir haben halt schon unendlich viele Units, die das tun und ich brauche das ja gar nicht mehr. Aber es wird sich ja immer beschwert, dass Bandai nichts für Casual-Spieler tut. Sie tun auch relativ wenig tatsächlich für Casual-Spieler immer noch. Aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall gut ist, weil umso mehr Units es gibt, umso mehr Chancen hat man auch als Casual-Spieler, der irgendwann wieder irgendwo mal pullt, ein Team irgendwann fertig zu kriegen, was trotzdem mal gut ist. Ne? Also, wenn 10 Units rauskommen, die alle dasselbe machen, ist doch okay, ungefähr, weil vielleicht kriegt ihr ja eine davon. Und dann müsst ihr nicht mehr hoffen, dass ihr genau die eine kriegt, die ihr braucht. Ne? Es gibt wahrscheinlich im PvP sehr, sehr viele Teams, die man mittlerweile bauen kann, die auch irgendwas besiegen. Das ist definitiv ein Vorteil. Das Passive, Strength Allies kriegen Special CT Level 2, ist halt nice, ist ein cooler Buff. Wäre natürlich besser, wenn es irgendwie 6 wäre, aber ich glaube, da hatten sie ein bisschen zu viel Angst davor, dass dann im Team abused wird mit Kit, dass man das dann gar nicht mehr besiegen kann. Also ich finde 2 ist schon okay, weil Attack Up und HP Up Level 6 sind schon insane hoch auch, ne? Also das ist schon eine sehr, sehr gute Pirate Fest Ability. Ja. Und er hat als Resistant Completely Evades Damage Over Time, was halt auch gut ist. Ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon gab. Entreduziert Damage Taken von Dex bei 30%. Also dieses Standardzeug, wenn ihr jemanden countert, kriegt ihr auch noch weniger Schaden. Einfach um den sicheren Win mitzunehmen. Ja, das war Drake. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Also die Legends diesen Monat sind auf jeden Fall cool und nicht so enttäuschend wie in manchen anderen Monaten. Zoro, Kizuna Rare Recruit. Auch fantastisches Artwork. Sehr cooles Design. Natürlich jetzt nicht irgendwie so aufwendig wie ein Legend Artwork, aber ist ja auch nur der Rare Recruit. Hier gucken wir uns auch mal die Abilities an. Captain Ability beim normalen Rare Recruit ignorieren wir natürlich wie immer, weil ist immer schlecht. Special reduziert One Enemy's HP bei 10%, also 10% HP Cut durch die Defense durch. Reduziert Special CD von der Crew bei One Turn. Sowas ist auch immer sehr nice. Weil, ja, es ist immer gut, diese Special Reducer zu haben. Es gibt halt gar nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Ändert alle Slots, auch Block-Slots in Strength, also auch sehr gut. Wäre natürlich besser, wenn das in Matching wäre, weil das macht ihn schon wieder begrenzt auf Teams, die mit Strength-Ops auch was anfangen können. Ist natürlich für das Event dann wahrscheinlich egal, weil du sollst halt mit Drake spielen und bla bla bla. Ihr kennt das Spiel, es werden neue Units für neue Events rausgebracht und da sollen sie gespielt werden. Wenn die Crew einen ATK oder Orb-Boost aktiv hat, werden diese Buffs erhöht um 0,2. Und andererweise, wenn es halt nicht der Fall ist, dass ihr sowas aktiv habt, wird die Defense für One Turn von allen Enemies reduziert und ihr kriegt ein Conditional. Also, all in all würde ich sagen, eine sehr gut designte Unit. Ist jetzt vielleicht nicht so broken wie viele andere Kizuna Limited Rare Recruits, die wir mal hatten, aber ist trotzdem sehr, sehr gut und gefällt mir auch sehr gut. Support Effekt gucken wir uns hier natürlich auch noch an. Once per Quest, Support Territory is special. Changes their slots to strength and drastically reduces all enemies' death for one turn. Ja, auch sehr gut. Diese Death Reducer über Support sind immer sehr nice, weil man dazu zusätzlich was triggern kann. Dieses Uses a Special Change Slot ist auch gut, weil Slot-Changing Support Effects auch immer sehr gut sind. Vor allem für TM und sowas, für die Final Stage. Wäre natürlich besser, wenn das irgendwie adjacent wäre oder mehrere Slots und nicht nur einer, aber man nimmt halt, was man kriegt, ne? Das ist trotzdem guter Support-Effekt und alles ist besser als der 300. Char, der einfach nur irgendeinen Stat-Boost hat. Ja, dann sind wir im Endeffekt auch schon durch. Das waren die ganzen News, die ich noch aufarbeiten wollte, die ganzen neuen Units. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich zeige euch jetzt hier nochmal zum Abschluss die Artworks nochmal. Zorro, die Drake-Version, 5-Star und 6-Star. Und natürlich mein Favorite-Artwork, das von Kusan. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut. Ich denke, das nächste Video wird dann wahrscheinlich die Teams zum Kizuna sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo oder ein Like da. Das hilft mir immer sehr weiter. Und ich wünsche euch jetzt noch einen fantastischen Tag, morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ne, noch viel Glück bei der TM. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.